Der Übergang von dem Tanz seliger Geister zu den sieben Todsünden eines Wissenschaftlers ist vielleicht ein bisschen herb, nur hoffe ich, dass Christian Spannagel, wie er es angekündigt hat, eben auch noch mindestens zu drei Kardinaltugenden eines Wissenschaftlers, eigentlich wären es ja vier, vielleicht liefert er ja auch noch eine vierte nach, zu den drei Kardinaltugenden eines Wissenschaftlers übergeht. Christian Spannagel ist Professor an der PH in Weingarten, nicht Weingarten, Entschuldigung, nicht Weingarten, Heidelberg, diametral gegenüber in Baden-Württemberg, Leiter des Instituts für Datenverarbeitung und Informatik. Wie Sie nachher gleich merken werden und vielleicht aufgrund des Bildes im Programm dann durchaus auch schon annehmen konnten, er ist nicht der, den man den Professor auf den ersten Blick ansieht, auch nicht auf den zweiten Blick. Er hat auch kein professorelles Gehabe. Ich habe es bis jetzt mindestens noch nicht bei ihm entdeckt. Andererseits ist er, nach allem, was ich weiß, wirklich ein Professor im eigentlichen Sinn des Wortes, nämlich ein Bekenner. Ein Bekenner dessen, ein Mann, der etwas zu sagen hat. Er versteht sich als öffentlicher Wissenschaftler, der also auch die gesamte Öffentlichkeit teilhaben lässt an dem, was er tut, nicht nur indem er fertige Produkte ins Netz stellt, sondern eben auch an der Genese dieser Produkte teilhaben lässt. Auffallend ist, wie gesagt, nach meinen bisherigen Erfahrungen der Unterhaltungswert dessen, was er zu erzählen und darzubieten hat. Unterhaltungswert sicher nicht im Sinn von Clownerie als billige Spaßmacherei, vielleicht aber doch als Clownerie im Sinne dessen, dass Clowns ja die modernen Hofnarren sind, die im Gewand des Narren dann eben Dinge sagen können und damit auch sehr ernsthafte Botschaften vermitteln können, die sonst eben nicht so leicht zu verarbeiten wären. Ich würde ihn also eigentlich am liebsten als heiteren, ernsthaften Wissenschaftler bezeichnen. Mindestens ist diese Heiterkeit bei ihm so ein Grundzug, den ich bis jetzt gerne wahrgenommen habe. Er selbst schreibt unter Wikiversity zu diesem Thema: und dann wirst du alt und hast das Leben viel zu ernst genommen. Ein Spruch, den ich mir durchaus zu Herzen zu nehmen bereit bin. Mal schauen. Wikiversity gibt auch das letzte Stichwort für meine Einführung. Christian Spannagel ist ein virtuoser Meister des Einsatzes und des Umgangs mit neuen Medien, aber auch eben wieder nicht im Sinne der billigen Mediennutzung im Sinne von schöne Programme abzuspulen, sondern sie als wirklich als Basis für die Weiterentwicklung von Lernformen für das wissenschaftliche Studium in der Lehrerbildung. Und ich bin darüber wird er wohl berichten, nehme ich mal an. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie die drei Kardinaltugenden dann sich umsetzen. Über die sieben Todsünden habe ich auch schon öfters nachgedacht und ich gehe auch gerne in Sack und Asche. Mal schauen. Lieber Christian, ich würde mich freuen, wenn du uns dann jetzt berichten würdest. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Als ich heute den Vortrag für heute vorbereitet habe, habe ich überlegt, was mache ich denn heute mit Ihnen? Sie hatten alle eine anstrengende Tage hinter sich, gestern Abend ein bisschen länger gefeiert und so. Also wenn ich jetzt heute so einen richtig höchst wissenschaftlichen Vortrag halten würde über Computer im Mathematikunterricht oder so, dann würden Sie mir vermutlich alle wegknacken. Ne? Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal keinen richtig wissenschaftlichen Vortrag im strengen Sinne, sondern ich mache mal einen eher anekdotischen Vortrag über Wissenschaft. Ja? Also Sie können sich jetzt zurücklehnen und jetzt hier so ein paar Geschichtchen und so und können Sie zuhören. Und letztlich ist es auch ein Potpourri all dessen, was ich immer schon mal sagen wollte und deswegen finde ich es schön, dass ich jetzt hier auch eine Plattform habe. Ich verrate Ihnen auch gleich am Anfang mein Fazit. Ich hätte gerne mehr. Also mit IH. Und zwar mehr wovon? Ich hätte gerne mehr Scientific Community, mehr öffentliche Wissenschaft, mehr reflektierte Praxis, mehr Mut zu alternativen Forschungsansätzen, zu Experimenten und zu Fehlern und mehr Spaß am Forschen und Lehren.
Das wird mein Fazit sein. Ja? Also wenn Sie jetzt sagen, oh, Weingarten komme ich schlecht weg und so, sollte besser zum Bus, dann können Sie das jetzt mitnehmen. Ja? Wenn Sie aber wissen wollen, was ich darunter verstehe, ja, dann sollten Sie jetzt vielleicht doch noch ein Stündchen sitzen bleiben. Außerdem möchte ich Ihnen zeigen, wie das Web, ne, habe ich hier so dargestellt als Wolke, sagen wir heute auch Cloud dazu, oder die Daten, die Anwendungen, die wandern alle in die Cloud, wie das Web letztlich Katalysator sein kann für das, ja, wie das Web Katalysator sein kann für ein Mehr von all dem hier. Und ich habe überlegt, ja, ich muss irgendwas nehmen, was auch ein bisschen neugierig macht auf den Vortrag, deswegen habe ich das Ganze an den 7 Todsünden aufgezogen. Die habe ich hier mal aufgelistet. Geiz, Völlerei, Faulheit, Hochmut und so weiter. Lesen Sie mal kurz durch. Überlegen Sie, welchen dieser 7 Todsünden Sie in Ihrer wissenschaftlichen Karriere schon begegnet sind. streng genommen handelt es sich eigentlich gar nicht um Todsünden. Ja, es handelt sich um schlechte Charaktereigenschaften. Das habe ich bei Wikipedia nachgelesen, also ich wusste es auch nicht so genau hier, Wikipedia. Das sind eigentlich schlechte Charaktereigenschaften, aus denen die Todsünden entstehen. Sondern anhand dieser Todsünden werde ich jetzt den Vortrag ein bisschen strukturieren. Und wir beginnen mit einer Todsünde, Geiz und Habgier. Ich beziehe es jetzt mal im Wesentlichen auf Geiz. Habgier behandeln wir später, wenn wir uns um die Völlerei kümmern. Als ich angefangen habe zu promovieren, und auch während meiner ganzen Promotion, ist mir immer wieder passiert, dass Wissenschaftler zu mir gesagt haben, Kolleginnen und Kollegen, verrate mal nicht allzu viel von dem, was du tust. Ja, es könnte sein, dass jemand anders die Idee nimmt und selbst veröffentlicht oder so. Ja? Immer wieder passiert das. Es ist irgendwie so eine latente Angst da, dass jemand das nehmen könnte und unter dem eigenen Namen veröffentlichen oder verwenden. Immer wieder passiert. Letztes Jahr war ich auf einer Tagung, auf einer E-Learning-Tagung, und da hat ein Doktorand so ein E-Learning-System vorgestellt. Und war eigentlich ein ganz guter Vortrag gewesen, hat auch einen Link angegeben und dieses Tool stand im Web, hat gesagt, na, können Sie mit diesem Link, haben Sie das Tool oder können Sie das Tool verwenden? Anschließend habe ich dann mitgekriegt, dass der Doktorvater dieses Doktoranden den anschließend rund gemacht hat. War eigentlich ein ganz guter Vortrag gewesen, aber es hat keine so wichtige Rolle gespielt im anschließenden Reflexionsgespräch, sondern da war das Problem gewesen, dass der den Link oder dass er das Tool online gestellt hat. Begründung, das könnte ja jemand anderes verwenden. Also, das ist nicht meine Vorstellung von Scientific Community, dass man so Dinge zurückhält, aus persönlichen Interessen im Wesentlichen und nicht der Scientific Community zur Verfügung stellen. Wir wollen ja eigentlich alle gemeinsam weiterkommen. Oder auch ein interessanter Punkt ist beispielsweise die Transparenz mit Daten. Machen Sie doch mal sich folgenden Spaß. Schreiben Sie mal einen Kollegen an. Der Artikel da in der Zeitschrift mit den Statistiken da, der war super, der Artikel. Ne? Und Sie werden interessiert an den Originaldaten. Würden Sie gerne mal draufschauen. Kriegen Sie alle möglichen Antworten. Die habe ich verloren. Ja. Die finde ich auf der Platte nicht mehr. Oder die sind nicht aufbereitet genug. Da findest du dich nicht zurecht. Ne? Also da sind große Vorbehalte da. Was ich gerne hätte, wären mehr an Teilen. Ja. Im Web gibt es dafür einen Begriff, das nennt man Shareism. Bedeutet im Wesentlichen Teile und dir wird gegeben. Ja. Also ein bisschen mehr teilen und dann kriegt man auch was zurück. Da kann einem das Web bei helfen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wie kann einem das Web bei helfen? Ich habe hier meinen Weblog. Weblog ist Werkzeug, so eine Art Online-Tagebuch, ne, wo die Beiträge chronologisch sortiert drinstehen an Äußerungen. So. Wenn ich einen Vortrag halte, hier beispielsweise einen über Web 2.0 in der Schule, warum sollte man das machen? Dann schreibe ich meine Gedanken in meinen Weblog gleich öffentlich auf. Kann jeder lesen. Also ich warte nicht damit und mache eine Publikation, 1-2 Jahre und dann gehe ich damit halt Vorträge und ich schreibe das sofort ins Web. Warum mache ich das? Mein Weblog verwende ich im Wesentlichen als Denkwerkzeug. Das hilft mir beim Denken. Also wenn ich schreibe, wenn ich meine Gedanken strukturiere, hilft mir das, ein Publikum vor Augen zu haben. Und zwar nicht nur ein wissenschaftliches Publikum, sondern im Web, das kann ja jeder lesen, ne? Das muss nicht Wissenschaftler sein, kann auch
Lehrerinnen, Lehrer sein, Studenten und so weiter, muss ich sozusagen für dieses Publikum auch formulieren. Das heißt, ich muss auch eine Sprache wählen, die allgemein verständlich ist. Das hilft mir also beim Denken, beim Strukturieren meiner Gedanken. Und außerdem ist es ein Kommunikationswerkzeug. Ja, jeder Beitrag kann nämlich kommentiert werden von anderen. Also der, der es liest, kann auch gleichzeitig kommentieren. Und wenn ich jetzt so einen Vortrag vorbereite hier und dann kriegt man Kommentare, Sie müssen das jetzt nicht alles lesen, das ist einfach nur zur Demonstration. Hier Oliver Tucker hat gesagt, hier bei dem Link, da findest du noch andere Tipps und Hinweise. Oder hier Jan Schütte hat noch einen Aspekt aufgezählt, den ich vergessen hatte. Also man kriegt sofort ein Feedback, ne? Nicht erst auf Tagungen oder ein, zwei Jahre später oder wenn man eine E-Mail mit Kollegen oder so ausschaut, sondern man kriegt sofort und kann das in die Vorbereitung noch mit einbinden. Das habe ich natürlich auch für diesen Vortrag hier gemacht. Ne? Ich habe einen Beitrag geschrieben, 7 Todsünden eines Wissenschaftlers, so ein bisschen Abstract reingeklebt und so. Und dann habe ich noch was anderes gemacht. Ich wollte jetzt nicht nur Kommentare haben und strukturiert, sondern ich wollte mal ein strukturiertes Brainstorming machen. Was fällt den Menschen so ein zu den 7 Todsünden im Zusammenhang mit Wissenschaft? Deswegen habe ich noch ein Wiki angelegt, in dem ich das so strukturiert hingeschrieben habe, gesagt, trag mal alles ein, was euch so einfällt. Wiki ist, Wikipedia kennen Sie das, ist ein Wiki, es gibt auch andere Wikis, einfach Textumgebungen, in denen man gemeinsam Texte schreiben und überarbeiten kann. Und da habe ich einige Anregungen gekriegt und die bringe ich heute auch rein. Also ich habe nicht nur meine Ideen dabei, sondern ich habe letztlich auch die Ideen der Community mit dabei. Ich habe so ein paar ausgewählt, die zeige ich nachher auch noch. Was mache ich noch im Web in dieser Form? Forschungsideen. Wenn ich Forschungsideen schreibe, ich einfach online. So, stehen da, kann jeder lesen. Und wenn jemand sagt, oh, das ist aber eine interessante Idee, da würde ich gerne mitmachen, oder dann kann er sich bei mir melden. Und im Sinne von, wir tauschen auch unsere Ideen aus und können dann vielleicht auch was gemeinsam machen. Das, was dahinter steht als Konzept, ist öffentliche Wissenschaft. Ich habe Ihnen mal hier so 2 Elfenbeintürme hingemacht, ne? Mit Arbeitsgruppen, ne? Die arbeiten im Wesentlichen so miteinander innerhalb ihres Elfenbeinturms so. Und was ich gerne hätte, wäre mehr Austausch, und zwar mehr kontinuierlicher Austausch zwischen Wissenschaftlern. So. Ja? Wie kann man das machen? Natürlich kann man, redet man mit Wissenschaftlern auf Tagungen und per E-Mail und so, aber ich hätte es gerne noch kontinuierlicher. Ja? Also ständiger Austausch von Ideen, Fluktuation von Ideen im Web, in der Form, wie ich es gerade vorgestellt habe. Und der Vorteil ist, da sind eben dann nicht nur Wissenschaftler beteiligt, sondern auch Praktikerinnen, Praktiker, Lehrerinnen, Studierende, die da Kommentare abgeben. Ich habe sehr wertvolle Inhalte und sehr wertvolle Tipps bekommen von Menschen aus dem Web, die beispielsweise in der Schule sind und die mir gesagt haben, Mensch, mach das doch so oder so. Da habe ich wirklich gute Hinweise bekommen. Insofern finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee. Und zwar öffentliche Wissenschaft nicht nur im Sinne von, ich gebe meine Produkte raus, sondern ich binde bereits Menschen in den Prozess der wissenschaftlichen Wissensproduktion mit ein. Ich weiß ganz genau, was bei Ihnen in Köpfen vorgeht. Oh, oh, oh. Aber dann könnte mir doch jemand meine Ideen klauen. Darauf sage ich immer ganz gern, wer Angst hat, dass ihm seine Ideen geklaut werden, der scheint nicht viel zu haben. Also man hat doch ständig Ideen oder so, da kann man nicht alle verfolgen. So Tagsmensch, das könnte man mal untersuchen oder so, ne? Aber das macht man ja nie. So, deswegen schreibt man es online, vielleicht macht es jemand anderes. Und vielleicht kommt man tatsächlich dazu, dass man als Community die Gedanken verfolgt. Und außerdem, wenn man diesen Gedanken streng verfolgt, dann müsste man eigentlich jede Idee, die man hat, sofort blocken. Also wenn man es wirklich darauf anlegt, dass man mit einer Idee in Verbindung gebracht wird, sollte ich eigentlich sofort drüber schreiben. Und nicht erst eine Publikation in 2 Jahren. Dann könnte ja jemand schneller sein. Ne? Sondern gleich raus damit, da steht im Internet, an dem und dem Tag hat Spanakel das gesagt, super, meine Idee. Ne? Wenn man es drauf anlegt. So, und außerdem, ich könnte ja fehlerhaftes blocken. Ne? Das ist auch eine Kritik, die kommt immer. Was ist, wenn ich da was Falsches schreibe? Dann steht es online und da kann jeder sehen, es ist falsch. Super. Ne? Das ist genau die Möglichkeit, dass man selbst sein eigenes falsches Denken sofort korrigiert bekommt, dadurch, dass jemand kommentiert, guck mal, das ist falsch. Ne? Also ich trage den falschen Gedanken nicht die ganze Zeit mit mir rum, sondern ich komme sofort in die Diskussion darüber. Und letztlich sagen wir doch unseren Studierenden auch, sollen viele als Lernchancen begreifen. Ne? Aber immer wieder im wissenschaftlichen Bereich tauchen Menschen auf, die Angst haben, Fehler zu machen. Eigentlich müssen wir doch als gutes Beispiel vorangehen und sagen, guck mal, so macht man Fehler. Ja? Und so geht man konstruktiv mit Fehlern um. Und
das kann man super im Web machen. Ne? Da, kein Problem, wenn ein Fehler gemacht hat, dann geht man damit konstruktiv um und demonstriert gleichzeitig den konstruktiven Umgang mit Fehlern. So, die nächste Todsünde. Faulheit, Trägheit. Ich glaube, da gehen wir mal in die Lehre. In der Forschung gibt es ja sowas nicht, richtig. In der Lehre gibt es Faulheit und Trägheit. Als ich angefangen habe, Veranstaltungen zu halten, wie habe ich die gemacht? Na, ich habe die genau so gemacht, wie ich selbst Lehre erfahren habe. Ne? Genauso Vorlesungen gehalten, Referat, Seminare. Eine gewisse Trägheit ist da schon mit dabei. Man macht so, wie man es kennengelernt hat, weil das ist relativ sicher. Da begibt man sich nicht auf unsicheres Terrain. Wenn man natürlich in Lehramtsstudiengängen tätig ist, kriegt man das sofort wieder gespiegelt von Studierenden. Sie haben uns gesagt, wir sollen nicht 45 Minuten Frontalunterricht machen. Sie halten Vorlesungen, 90 Minuten Frontalunterricht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, eine Frage, wer von Ihnen hat schon mal eine 90-minütige Vorlesung über selbstentdeckendes Lernen gehalten? Mir ist das passiert, ne? Und ich habe mich so blöd dabei gefühlt. Jedes Mal, ich habe mehrfach in dem Vortrag gesagt, also mache ich es genauso, wie ich es jetzt nicht mache. Ja. Oder 90-minütigen PowerPoint-Vortrag über Medienvielfalt, ist auch sehr beliebt. Okay. Also es kriegt man sofort wieder gespielt, ne? Insbesondere Vorlesungen. Das ist ein gebranntes Kind, die Vorlesung. Ne? Insbesondere die Grundvorlesung. Wenn man zum dritten oder zum vierten Mal die Mathematik 1, Arithmetik oder so, Einführung in die Arithmetik hält, denkt man auch, oh nee, schon wieder Aussagenlogik. Und oder Implikation und so muss ich alles wieder einführen. Man ist als Dozent dann tatsächlich nicht so arg motiviert, immer wieder diese Grundlagen vorzuführen. Kann ich nachvollziehen, aber das Problem ist natürlich, dass sich diese Demotivation auf die Studierenden überspiegelt. Man kann sich da jetzt wirklich selbst verwirklichen bei der Aussagenlogik und naja, das kommt dann vielleicht auch ein bisschen träge rüber, die Geschichte. Außerdem haben Vorlesungen natürlich auch andere Probleme. Ne? Also man kann überhaupt kein Feedback, was ankommt. Kennen Sie alle. Ne? Sie gehen raus aus einer Vorlesung, klopfen auf die Schulter. Ah, super Beweis gemacht heute. Perfekt. Kam aber nichts an. Sie haben aber den Eindruck, es kam was an, weil zwei, drei Rückfragen kamen und sie haben gedacht, na gut, das haben alle gefolgt, aber nur die zwei, drei haben eigentlich irgendwie folgen können. Ja, auch die hatten Fragen. Also man kann irgendwie kein Feedback. Und das große Problem bei Vorlesungen ist natürlich, sie sind nicht so richtig individualisiert. Ja? Da gibt es ein Sprechtempo, ein Vortragstempo, aber es gibt 200 oder 300 verschiedene Denkgeschwindigkeiten und Lerngeschwindigkeiten im Raum. So, da gibt es natürlich immer das Problem, als Student sitzt man da, ne? Und irgendwann kommt der Punkt und man versteht nichts mehr. So. Und dann hat man Pech. Ja, dann ist es vorbei. Dann hat man eine Chance, man muss aufpassen, mitschreiben, versuchen zu überleben. Zu Hause nachvollziehen. Das ist ein großes Problem von Vorlesungen. Jetzt gibt es aber auch sozusagen die allgemeinen Ablehner, die sagen, Vorlesungen weg damit. So einfach kann man es auch nicht machen, denn Vorträge, vielleicht nicht die Vorlesung als Veranstaltungsform, aber der Vortrag an sich, der hat ja auch einen eigenen Wert. Also man möchte ja auch mal was demonstrieren. Man möchte ja mal einen Prozess vorführen, einen Beweisprozess, eine vollständige Induktion zum Beispiel. Die lässt man jetzt selbst entdecken. Kann man vielleicht irgendwie, aber muss auch nicht unbedingt sein. Also man führt einfach mal vor, wie funktioniert das. Und dann möchte man auch was zu erklären und zeigen, wie das geht und was man denken kann, welche Fehler man machen kann und so. Also Vorträge haben einen eigenen Wert. Irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, also nicht ich bin auf die Idee gekommen, sondern Michael Gieding, der ebenfalls in Heidelberg ist, der hat seine Geometrievorlesungen aufzeichnen lassen. Einfach ein Student mit einer Kamera, so wie hier, ne, in die Mitte vom Raum gestellt, aufzeichnen lassen. Der Student hat 10, 15 Minuten Videoclips nach und nach geschnitten, auf YouTube hochgeladen, fertig. So. Habe ich auch gemacht mit meiner Arithmetikvorlesung. Eigentlich erstmal mit dem Ziel, weil ich wollte, dass Studierende, die nicht da sind, das wiederholen, die sich anschauen können oder Studierende mal wiederholen können oder so. Nach dem Semester habe ich mich hingestellt und gedacht, jetzt steht ja eigentlich meine ganze Vorlesung online. Muss ich eigentlich gar nicht behalten. Nie wieder und, oder und Implikationen. Steht ja da. Bin ich auf die Idee gekommen, machen wir es doch so. Ich sage den Studierenden, sie sollen sich die Vorlesung in Vorbereitung auf die Vorlesung angucken.
Also ich nenne es ja nicht mehr Vorlesung, sondern Plenum. Wir kommen im Plenum zusammen und dann sage ich den Studierenden, also passt ihr auf, gucken Sie sich bitte dieses und dieses und dieses Video in Vorbereitung auf die Plenumssitzung. Und dann kommen wir zusammen und diskutieren gemeinsam darüber, lösen gemeinsam Probleme, stellen Fragen, beantworten Fragen und so weiter. Das Ganze habe ich, gerade erklärt, auch in meinem Blog geschrieben und reflektiert, ne, wie das klappt, wo die Probleme liegen und so. Und da kamen natürlich auch Hinweise, unter anderem einer von Matthias Heil. Matthias Heil ist ein Religionslehrer. So, den kenne ich nur über das Web, noch nie getroffen. Und der schreibt jetzt hier, der Fachbegriff für das, was du da machst, ist im Englischen Flipped Classroom, also der umgedrehte Unterricht sozusagen, Flipped Classroom. Hatte ich noch nie gehört. Aber dieser Hinweis hat mir sozusagen ein riesiges Feld an Literatur und Beispielen und sowas aufgetan, wusste ich vorher gar nicht. Ne? Hätte ich nie erfahren, wenn ich nicht darüber geschrieben habe. Also die Details, und der wird gegeben. Ja, ich habe es einfach beschrieben und habe ich Tipps gekriegt, Flipped Classroom. Was ist die Idee? Also jetzt mal ganz grob und pauschalisierend, ja, im Traditional Classroom Vorlesung kommen 300 Leute zusammen für den Input. 300 Leute kommen zusammen mit einem Mordsaufwand, Bus, Bahn, Zug, Fuß, Auto, um sich hinzusetzen. Und zuzuhören. Ja? Auf Audiokanal zu schalten. Was für ein Aufwand. Um dann, übertrieben gesagt, später mit dem Problem allein zu sein. Na? Gut, es gibt Übungsgruppen und so weiter, aber das Problem lösen, die Aufgabe, die macht man dann nicht mehr in der Gruppe. So. Flipped Classroom dreht das Ganze um. Der Input kommt alleine. So. Kann sich statt hinsetzen zu Hause, die Vorlesung anschauen und Pause drücken und zurückspulen, nochmal angucken und Pause drücken. Also man kann sich es in Ruhe anschauen, man hat nicht den Eindruck, alle anderen folgen und ich habe jetzt abgehängt oder so, sondern ich kann mir das in Ruhe angucken, um dann vorbereitet in die Sitzung zu kommen und dann lösen wir gemeinsam Aufgaben. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Prinzip, finde ich. Und was macht man dann beispielsweise, wenn man jetzt die ganzen Leute im Raum hat? Ne? Da habe ich mir was abgeschaut von einem Lehrer in Würzburg an der Berufsoberschule, der Erich Hammer. Der hat da folgenden Unterricht gemacht. Ich habe gesagt, das kann man eigentlich auch im Hörsaal machen. Und zwar sieht das folgendermaßen aus, das ist der Hörsaal. Ne? So. Hier ist die Tafel und da vorne stehen zwei Studenten. Der Student hier und die Studentin. Jetzt müssen Sie da vorne keine Aufgaben lösen. Das wäre natürlich eine angstinduzierende Situation. Ne? 200 Leute, ich muss da vorne die Tafel Aufgaben lösen. Da fangen die Studenten an zu weinen. Das macht man nicht. Sondern die beiden, die da vorne sind, die müssen nichts anderes machen. Die müssen eigentlich gar nicht denken. Der schreibt, sie ruft auf. Mehr nicht. Er schreibt alles an, was in die Tafel geschrieben wird. Bewertet nicht. Ne? Nicht bewerten, sondern einfach nur anschreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Alles, was gesagt wird. Und sie macht nichts anderes als aufrufen. Hier hinten in der letzten Reihe sitze ich. Bin ich hier mit dem Schlips. So, wie läuft das ab? Ich setze mich hinten hin und sage, so, bitte schreiben Sie, also ich sage zu ihm hier, bitte schreiben Sie folgende Aufgabe an die Tafel, so beweisen Sie mit vollständiger Intuition, pipapo, schreibt er hier an. Und sie fängt an mit so, okay, wie fangen wir an? Und dann kommen die ersten Anregungen aus dem Hörsaal, da kommen dann Ideen, gute Ideen, schlechte Ideen. Fehlerhafte Ideen, falsche Ansätze, gute Ansätze, mehrere Ansätze und so weiter und so weiter. Und der Hörsaal, der muss zusammen diese Lösung aushandeln. Ja? Sagt einer irgendwas Falsches, kommt ein anderer, meldet sich und sagt, das stimmt aber so nicht. Und sie muss aufpassen, wie die Reaktionen hier im Saal sind, sodass die ganzen Ideen letztlich zusammengetragen werden. Der Dozent ist hinten und passt auf, dass es nicht aus dem Ruder läuft, dass irgendwie, wenn die Studenten hängen, gibt er einen Tipp oder so. Ja? Wichtig, nicht am Rand stehen. Habe ich auch mal gemacht, ganz falsch. Ja? Gesagt wird, geht der ganze Hörsaal im Kopf zu Ihnen rum, um wirklich Nuancen wahrzunehmen, ob das jetzt falsch ist oder nicht. Also, Sie lassen miteinander diskutieren. Das funktioniert auch. Ich habe das auch mal aufgezeichnet, dass Sie, wenn Sie interessiert sind, können Sie mal anschauen, wie das funktioniert. Das habe ich ins Internet gestellt. Ich gebe Ihnen am Ende auch noch einen Link, unter dem Sie diese Links finden. So. Das, was ich sozusagen gelernt habe dabei, war Unsicherheiten eingehen. Das ist ganz wichtig. Sie machen sowas und sie sind nicht so richtig sicher, ob das klappt, ne, in der Veranstaltung. Vorher hat man immer irgendwas gemacht, aber man relativ sicher. Vorlesungen gehen nicht schief, ne, wenn man vorbereitet ist, passiert da gar nichts. So. Unsicherheiten eingehen, das ist was, da kann man sich selbst Spaß bereiten bei. Ne, das kennt man aus der Flow-Theorie. Ich habe eine Unsicherheitssituation, eine Unsicherheit, ich gehe da rein und ich verwandle diese Unsicherheit in Sicherheit. Und dadurch entsteht Flow. Ja. Ich fühle mich selbstwirksam, ich fühle mich kompetent, das
etwas, was Spaß macht. Ich mache Dinge, die Spaß machen. Ich merke, hey, hat doch geklappt und so. Und dadurch entsteht Flow. Und das ist letztlich etwas, was einen auch in der eigenen Lehre weiterbringt. Da habe ich die Erfahrung gemacht. Ja? Und letztlich ist auch dieser Vortrag hier nichts anderes. Ja? Das war Methode, dieses Bild zu nehmen und diesen Vortragstitel und so. Ne? War nicht so richtig sicher, kann ich das denn machen bei der GDM-Tagung, sowas hier. Ja? Und eigentlich muss man genau solche Dinge machen. Ja? Weil das merkt man, das macht Spaß. Und ich merke jetzt auch, schlimm ist es eigentlich nicht. Ne? Keine Tomaten geflogen bislang. So, was sagen andere über Faulheit? Ich habe ja gesagt, ich bringe noch ein paar Kommentare mit, müssen Sie auch nicht lesen. Im Endeffekt ist nur für, also auch für mich zur Erinnerung. Caroline schreibt hier, manche Lehrende vergessen ihre Vorbildfunktion. Von Studenten wird streng die Zitation nach EPA verlangt. Studienbriefe und Skripten sind unvollständig bzw. nicht korrekt zitiert. Ah ja, sind wir vielleicht auch ein bisschen faul bei der Beachtung unserer eigenen Richtlinien. Oder hier Christina Lucius schreibt, Lehrkräfte lesen manchmal die Texte, die man abgibt, gar nicht richtig. Kenne ich auch, Studenten berichten, Unterrichtsentwürfe werden gar nicht gelesen und so. Das geht natürlich nicht, das bringt ja nichts. So, das ist meine Lieblingstodsünde. Hochmut und Eitelkeit. Wir sind ja schon so ein hierarchischer Haufen in der Wissenschaft, ne? Doktor, Professor und so. Und je höher man steigt in der Wissenschaftshierarchie, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein bisschen eitel wird. Ne? Ich weiß nicht, wann Sie promoviert haben. Als ich promoviert habe, da gab es schon E-Mail. Und da geifert man drauf, dass man endlich unten in die Signature reinschreiben kann, Doktor. Ne? Macht man gleich nachmittags. Morgens Urkunde erhalten, nachmittags Signature, Doktor Spanagel. Ne? Und dann Professor, Doktor, ah, super. Da kann man ja auch stolz drauf sein. Ne? Hier zum Beispiel, Professorin, guckt in den Monitor. Ne? Scrollt die Publikationsliste durch, oh, lang. Und hier hinten die Doktoranden, Doktorandinnen. Ich meine, man kann ja auch stolz darauf sein, was man erreicht hat. Aber Stolz und Eitelkeit liegen ganz dicht beieinander. Ich habe hier ein paar Kommentare aus dem Web mitgebracht. Otake schreibt, Originalzitat, was bilden Sie sich überhaupt ein? Sie haben ja noch nicht mal promoviert. Originalzitat eines Professors auf Kritik an dessen Lehre durch einen seiner Mitarbeiter. So als ob sozusagen die Promotion die Kritikberechtigung mitbringen würde. Oder hier, vor Jean-Paul ein Hinweis, auch sehr interessant, der Code. Ja? Kollege, der Begriff Kollege. Unter Professorinnen und Professoren heißt immer der andere ist auch Professor. Ja? Kommt einer rein und sagt, Professor, das ist der Kollege Müller, und dann ist klar, Müller ist auch Professor, ne? Sonst wäre er nicht Kollege. Ja, also man entfernt sich letztlich auch immer ein Stück weit von den Studierenden. Habe ich auch mal erlebt. In Heidelberg war ich neu, in Heidelberg habe ich eine Vorlesung gehalten. Und ich musste mit der Kollegin nebenan aus einem anderen Fach den Raum tauschen nächste Woche. Ne? Da bin ich rübergegangen, habe die angesprochen, wollte die ansprechen. Da schnauzt die mich zusammen, ja, jetzt hat sie keine Zeit und so, ich soll später wiederkommen. Okay, gut, komm später wieder. Nach der Vorlesung bin ich ja nochmal rüber und habe gesagt, ja, ich bin der Dozent von nebenan und ich wollte Raum tauschen, sondern da ist die eingeknickt. Ne? Oh, Entschuldigung, tut mir leid, ja, wusste nicht, dass Sie der Dozent sind von nebenan, hätte ich Sie ja nicht so weggeschickt. Also dann merkt man sozusagen, wie diese Person normalerweise mit Studierenden umgeht. Ja. Man entfernt sich aber natürlich nicht nur von den Studierenden, sondern auch von der Praxis, je länger man irgendwie im akademischen Bereich tätig ist. Das ist mir auch passiert. Ne? Das ist ein Werkzeug hier, Clever PRL heißt es. Ganz kurz, was macht es? Das ist dazu da, Benutzeraktion, Mausaktion, Tastaturaktion aufzuzeichnen, wiederzugeben und zu analysieren und außerdem erfüllt hat so ein paar didaktische Ideen drin. Ich habe an diesem Werkzeug, nicht alleine, aber zu Anfang schon alleine, insgesamt 7 Jahre gearbeitet. Circa 20 Publikationen sind da rausgekommen. Objektiv gesehen kann man dieses Ding eigentlich nicht verwenden. Ja? Das ist noch nie in der Praxis einfach so mal eingesetzt worden, breit.
Das ist ein Forschungsprototyp. Sowas hat ja auch seine Berechtigung. Aber die Frage ist, ob man nicht mehr oder nicht weniger von solchen Forschungsprototypen braucht, die letztlich in der Lehre nicht eingesetzt werden können, richtig. Hat man im E-Learning-Bereich insbesondere mit alles Mögliche entwickelt, aber letztlich sind alles Forschungsprototypen. Oder folgendes Beispiel. Mit Florian Schimpf gemeinsam in Ludwigsburg haben wir Eye-Tracking-Untersuchungen gemacht. Eye-Tracker, tolles Instrument, ne? Da kann man so Blickbewegungen messen, guckt ihr mit hin auf dem Monitor. Teures Ding, kostet, keine Ahnung, 20.000 Euro. So. Und da haben wir uns überlegt, bei dynamischer Geometriesystemen, da sind ja oben so Button, so Werkzeuge, ne? Und die Hypothese war, je mehr Buttons da oben sind, je mehr Werkzeuge, umso länger braucht man, um das zu finden, was man braucht, umso schwieriger ist das Lernen damit. Also je weniger Buttons, umso besser, haben wir gedacht. Das ist irgendwo eine logische Hypothese. Ne? Dann wird man dann abgelenkt, kognitive Float, pipapo, da kann man 1000 Theorien dran anbinden. So, und da haben wir also ein Experiment gemacht. Verschiedene Arten mit vielen und wenig Buttons und so, verschiedene Versuchsbedingungen, spielt keine Rolle jetzt erstmal. Ne? Und haben dann Versuchspersonen vorgesetzt und genau gemessen. Das war ein Laborexperiment par excellence. Und das Hauptergebnis war, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Ja? Also, da ist überhaupt nichts signifikant, aber das kann man auch einen irgendwie nicht bestören. Keine signifikanten Unterschiede ist ja auch ein Ergebnis. Ne? Das kann man ja auch publizieren, haben wir auch publiziert und so, ist auch interessant. Viel spannender für mich ist aber die Frage, was wäre denn gewesen, wenn ein Unterschied rausgekommen wäre? Ja? Also vielleicht hier, Maximalunterschied war so eine halbe Sekunde oder so im Mittelwert. Ne? Halbe Sekunde, die einen haben 1,5 Sekunden gesucht, die anderen haben 2 Sekunden gesucht. Was wäre, wenn jetzt wirklich ein relevanter Unterschied rausgekommen wäre? Also die einen suchen 2 Sekunden, die anderen suchen 4 Sekunden. Könnte vielleicht signifikant gewesen sein. Hätte es wirklich Praxisrelevanz gehabt? Da sitzt jemand eine halbe Stunde vor diesem Werkzeug im Klassenzimmer, ob der 2 oder 4 Sekunden sucht? Letztlich war das eine recht akademische Frage. Also es war ein akademisches Problem, das wir mit unglaublich viel Aufwand und um 20.000 Euro Eye-Tracker gelöst haben. Ja? Aber die Frage ist, ob da tatsächlich Praxisrelevanz ist. Achso, eine Sache habe ich vorhin noch vergessen bei dem Meer. Sie erinnern sich bei der Folie Meer, ich hätte gerne mehr davon so. Jetzt mag der Eindruck entstehen, ich möchte polarisieren, das da ist gut und das da ist schlecht. Das will ich gar nicht. Ja, ich möchte einfach nur sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr von dem einen und ein bisschen weniger von dem anderen. Und meine Message oder meine Idee an der Stelle ist, ich hätte gerne ein bisschen mehr Praxisrelevanz. Ja? Also, dass man sich das hinterfragt. Und zwar an der Stelle streue ich mal andere Todsünde ein, den Neid. Und zwar nicht den Neid eines einzelnen Wissenschaftlers, sondern den Neid einer ganzen Wissenschaft. Den Neid der Pädagogik oder den Neid der Fachdidaktik auf die Psychologie. Ja, die Psychologie, die Königin der Methoden, ja, und das Experiment als die Königin unter den Experimenten, unter den Methoden. Ja. Als ich angefangen habe zu promovieren, hatte ich schon so den Eindruck, dass die Psychologie hat irgendwie so einen Vorsprung von 100 Jahren, Methodik oder so, ja. Und dass wenn man da so ein bisschen neidisch drauf schaut, was man denkt, das, was die Psychologen machen, das ist die bessere Forschung. Eigentlich müssen wir alle so forschen. Also ich sage jetzt mal quantitativ und experimentell und empirische Bildungsforschung und messen, 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 so, ne? Ist so der Eindruck, den ich habe, oder zumindest das Gefühl, dass ich habe, dass das immer wieder mitschwingt. Ne? So was kannst du nicht machen, da musst du eine Kontrollgruppe haben und da musst du Experimente machen. Und dann ist man aber sofort drin in der Frage, wie mache ich das, dass ich das alles sauber messe und so. Da kommt man immer in die Frage der internen Validität, da muss alles genau kontrolliert werden und so. Und ich entferne mich immer weiter von der Praxisrelevanz und das ist die Gefahr dabei. Das habe ich letztes Jahr in Ellis Vortrag gesehen, Hauptvortrag, dieses Bild, ne? Von Prediger aus dem Artikel 2010 und das fand ich ganz gut. Hier sieht man die Felder der Fachdidaktik, womit beschäftigen wir uns. Also hier Forschung, Entwicklung und Unterrichtspraxis hier oben, ne? Und die Theorie vermittelt zwischen all diesen Feldern. Interessant ist beispielsweise ein Bild, dass das Problem und das Phänomen hier oben bei der Unterrichtspraxis hängt. Ne? Nicht da und nicht da. Da oben bei der Praxis. Das, was ich gerade vorgestellt habe,
dieses clever PL-Ding da, das ist im Wesentlichen da. Ne? Theoriebasiert haben wir was entwickelt. Und die Eye-Tracking-Untersuchung, die hängt hier unten. Ne? Das war so ein Experiment aus Theorie, da kann man Cognitive Flow Theory, Multimedia Learning, Pipapo, kann man alles anbinden und kann hier Experimente machen. Aber diese beiden Dinger da, die sind relativ weit weg von da oben. Ne? Also was ich mir wünschen würde, auch für mich persönlich, ja, ich komme sozusagen aus der Ecke hier und habe für mich erkannt, eigentlich möchte ich doch mehr wieder an praktischen Problemen arbeiten. Und Unterrichtspraxis ist ja nicht so arg weit weg, jeder hat für uns Lehrpraxis hier beispielsweise. Ne? Vorlesung, eigene Hochschule. So bin ich in die Hochschuldidaktik gekommen. Ich dachte, Mensch, eigentlich müsste ich ja meine die Probleme, die ich in der Hochschuldidaktik habe, lösen. Jetzt können Sie sagen, naja, das da oben, was er da gemacht hat mit seinem Blog und so weiter, das ist reflektierte Praxis, das ist ganz nett. Ne? Aber keine Forschung. Und ich finde schon, dass das Forschung ist, denn man kann all das hier unten, die Forschung, die Theorie, die Entwicklung, das kann alles da oben mit einfließen, und zwar in einem Forschungsparadigma, das ich eigentlich ganz gut finde und das auch einen schweren Stand hat, das ist Aktionsforschung. Aktionsforschung ist das Ziel nicht, das muss man sich ganz klar machen, ich will keine allgemeinen Gesetzmäßigkeiten finden, will ich nicht, sondern ich will mein konkretes Problem lösen. Ich habe ein Problem mit Vorlesungen, die Studenten kommen nicht mit. So, was mache ich jetzt? Das heißt, ich plane hier, das ist ein ganz normaler Handlungskreislauf, in dem überall handeln, ist das da. Ja? Also ich plane meine Handlungen, mache einen Aktionsplan, dann handle ich und dann anschließend bewerte ich das Ganze wieder, stelle fest, was hat geklappt, was hat nicht geklappt und dann gehe ich wieder in den Kreislauf und mache dasselbe nochmal. So, wo kommt die Wissenschaft mit rein? Naja, in den wissenschaftlichen Theorien, Methoden, die ich damit anknüpfe. Ja? Ich plane ja nicht irgendwie aus dem Bauch raus, sondern mit Literatur im Hintergrund, mit Theorien im Hintergrund. Und außerdem mache ich hier oben eine Datenerhebung. Ne? Ich mache eine Datenerhebung, ich will wissen, wo liegt das Problem. Ich will einfach nicht nur denken, wo ist das Problem, sondern ich erhebe das Problem. Mit wissenschaftlichen Methoden. Genauso hier am Ende. Ne? Ich bewerte, was ich gemacht habe, beispielsweise durch Befragungen, durch Interviews, indem ich versuche rauszukriegen, wie wird das empfunden. Und das geht eher tatsächlich in eine qualitative Richtung. Nochmal, ich will nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ich hätte gerne mehr davon. Mehr Praxisforschung, in der eigenen Praxis. Also man kann Aktionsforschung natürlich so machen, man hat einen Lehrer, der lehrt und dann der Wissenschaftler, der macht Begleitforschung. Der ist der Critical Friend, sozusagen. Man kann Aktionsforschung aber auch so machen, dass man selbst als Lehrender forscht, muss sich aber natürlich bewusst darüber sein, dass das die Gefahr der Subjektivität besteht. Ja, aber das ist sozusagen der Nachteil dieser Methode. Experimente haben andere Nachteile. Ja. Jeder wissenschaftliche Ansatz hat Vor- und Nachteile. Man muss sich halt nur bewusst sein über die. Und heißt nicht, dass man das nicht machen darf, dass das unwissenschaftlich sei oder so. Nö, das ist eine Methode, aber ein Ansatz, aber mit ganz spezifischen Nachteilen. Und das Ganze im Web noch reflektiert. Okay. Innerlich habe ich mich so gefühlt. Ja? Komme aus der experimentellen Forschung hier relativ stark. Also innerer Kampf zwischen diesen Methoden. Ne? Hier, boah, ich bin die Königin unter den Methoden, Experiment, ich kann kausale Zusammenhänge aufdecken und Aktionsforschung war so ein bisschen ja, subjektiv und so, darf ich das überhaupt? Ich würde mittlerweile sagen, nee, darf man. Unterschiedliche Ansätze, ne? Mit unterschiedlichen Zielen, unterschiedliche Zwecke, unterschiedliche Vorteile, unterschiedliche Nachteile. Man muss sich halt nur darüber klar sein, welche Vorteile, welche Nachteile hat es. Hier experimentelle Forschung. Ziel beobachten, das System analysieren, während Aktionsforschung heißt, in der Praxis ein Problem lösen. Hier wird die Komplexität reduziert, da wird sie akzeptiert. Hier versucht man zu verallgemeinern, hier würdigt man die konkrete Situation. Künstliche Situation, natürlicher Kontext, im Labor, in der Welt und so weiter und so weiter. Objektiver, subjektiver. Ja, man kann das machen, man kann das machen. Vielleicht ein bisschen mehr davon. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, mir Critical Friends zu suchen, nämlich die Studierenden. Masterstudierende, die meine Lehrveranstaltungen erforschen im Rahmen dieses Aktionsforschungsprojekts. Das ist natürlich über langen Zeitraum angelegt, sowas dauert ewig. Ja? So ein Semester ist so vielleicht ein so ein Handlungsstrang. Das muss über Jahre hinweg entwickelt werden. Jetzt hat die Maike Fischer, die Studentin, hat jetzt diesen Flipped Classroom-Konzept noch untersucht und ich habe noch ganz wenige Ergebnisse mit, weil ich will noch ein paar andere Todsünden aufgreifen. Hier, ich empfinde dieses Veranstaltungskonzept als sinnvoll. Da waren jetzt nur 55 Studierende in dieser Vorlesung und von denen sagen die meisten, finden sie sinnvoll. Hm?
Und hier ganz wichtige Frage, angenommen, du könntest entscheiden, in der Mitte vom Semester, würdest du gerne die traditionelle Vorlesung haben oder diese mit YouTube-Videos, Vorbereitung, da sagen die allermeisten, nee, bitte so weitermachen. Das sind zwei Ergebnisse, was relativ mich positiv stimmt, das ist ganz okay so, aber es gibt natürlich auch noch Kritikpunkte oder Fragen, die jetzt sozusagen im nächsten Durchgang aufgegriffen werden, beispielsweise werden die Videos wirklich tiefer arbeitet und wie kann man das unterstützen, beispielsweise durch formatives Self-Assessment, wo die Studierenden selbst Fragen beantworten müssen mit Fragen, nehmen die nicht zu beantworten oder ähnliches. Und da gehen wir jetzt in die nächste Runde. So, das war jetzt allerdings nur Hochschulforschung. Es gibt eine Person, die hat mich eigentlich relativ beeindruckt, Jean-Paul Matin, der ist Französisch-Didaktiker, Professor gewesen in Ingolstadt-Eichstätt und der hat Zeit seines Lebens als an der Hochschule hat er freiwillig nebenbei eine Klasse unterrichtet. Als Aktionsforschungsprojekt und um einen Fuß in der Praxis zu haben. Und das habe ich mir jetzt von ihm abgeschaut, seit einiger Zeit unterrichte ich hier an der Schule letztlich Medienunterricht, wenn man so will, als Aktionsforschungsfeld. Und das finde ich auch klasse, wenn wir mehr einfach selbst forschen, die Schule gehen, ausprobieren, um ein Gefühl auf die Probleme zu kriegen. Könnt jetzt denken, oh Mann, für sowas habe ich doch gar keine Zeit. Ne? Ich muss schnell weiter. Das kann ich. Ne? Es ist natürlich immer nur zum Teil ein Problem der Zeit. Es ist auch ein Problem der Prioritätensetzung. Ja, also, wo kann man denn anders Prioritäten setzen? Dazu kommen wir zur nächsten Todsünde, Völlerei und Maßlosigkeit. Publish or perish. Ja. 100 Artikel werden geschrieben, zig Artikel über dasselbe Thema, auf Englisch, auf Deutsch, in der Zeitschrift, auf der Tagung und so weiter. Hier wird es mit Nuancen unterschieden von Schwerpunkten. Ja. Hauptsache viele Veröffentlichungen, kennen wir das Problem, will ich auch gar nicht groß drauf eingehen. Da ist so ein Ansatz, wo man vielleicht ein bisschen reduzieren könnte, um Zeit zu gewinnen. Oder hier gucken wir, was andere da geschrieben haben. Der Hacker Stampel hat geschrieben, ich will immer mehr und mehr und mehr Aufsätze, Zusatzaufgaben, Titelchen, Ehrendoktorwürden und dann kommt das Matthäus-Prinzip schon zur Geltung. Wer hat, dem wird gegeben. Masse statt Klasse, viele Aufsätze, viele Bücher, viele Vorträge. Niemand ist frei davon. Oder hier unten, Otake, möglichst viele Doktoranden durchschleusen. Wie viele Doktoranden kann man eigentlich so verantwortlich betreuen? Ja, gar nicht so arg viele, würde ich sagen. Und je mehr, umso weniger Zeit habe ich selbst zu forschen in der Schule. Oh, sieht man gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so gut. Ich habe hier abgebildet das sogenannte BMBF-Haifischbecken. Ja? Sie haben so eine BMBF-Ausschreibung. Werfen Sie rein. Ne? Kommen alle. Ne? Wollen alle mitmachen bei der BMBF-Ausschreibung? Kompetenzforschung. Ja, Kompetenz mache ich eigentlich nicht wirklich. Mache ich trotzdem mit, egal. Ja. Passt ja schon und letztlich kann das, was ich mache, kann auch irgendwie in der Kompetenzsprache so formuliert werden, dass das passt schon, ich mache damit. Ja. Also auch dieses Hinterherhechen hinter Drittmittel- und Drittmittelprojekten und neue Doktoranden und so, das gibt natürlich so einen gewissen Kreislauf immer und immer mehr und das ist ein System, das sich irgendwie selbst erhält, wenn man hechtet hinter diesen ganzen Dingen her. Und dadurch wird natürlich Trendforschung betrieben. Also auf einmal denken alle, sie müssten irgendwas mit Kompetenzen machen. In dem Kontext auch noch die letzte Todsünde, auf die ich jetzt intensiv eingehen will, die Wollust. Man umgibt sich ja nur mit den schönen Dingen. Das interpretiere ich jetzt mal so. Ja, ich weiß nicht, woran Sie jetzt so denken. Zum Beispiel mit den signifikanten Unterschieden, mit den Signifikanz. Das ist auch ein altes Problem, dass es da Probleme gibt. Also, ich übertreibe jetzt mal 100 Experimente. Zwei davon stellen signifikanten Unterschied fest, 98 nicht. Die zwei werden veröffentlicht und alle denken, es gibt einen Unterschied. Das ist natürlich ein Problem. Also man umgibt sich letztlich nur mit den Dingen, die klappen. Also wenn nur die Dinge präsentiert, die klappen. Oft habe ich schon bei Vorträgen gehört, ja, aber wie gehen Sie als Doktorand denn damit um, dass Ihr Ergebnis kein signifikanter Unterschied ist? Da würde ich sagen, ja, egal, veröffentlichen, oder? Ist doch egal eigentlich, ob es
Unterschieds oder nicht. Das ist ein Ergebnis. Ich habe eine Hypothese gehabt, die hat zugetroffen oder nicht. So. Also eigentlich müssen wir mehr das Scheitern diskutieren, finde ich. Das, was nicht klappt. Das kriegt man natürlich nicht so richtig veröffentlicht. Aber dafür gibt es das Web. Und da kommt auch die Spermatozoiden-Metapher zum Zug. Da haben Sie bestimmt schon die ganze Zeit drauf gewartet. Was bedeutet das? Ne? Ich habe... Macht, der hat da zig Ideen und zig Projekte und zig Ansätze und, ne? Und die schickt man alle auf den Weg. So. Aber die meisten davon kommen nicht an, die meisten davon klappen nicht. Ne? 99 klappen nicht, einer kommt an. Und da entsteht was Großes. Aber nur dieser eine wird berichtet. All die anderen Dinge, die nebenbei so passieren, die nicht geklappt haben, da schreibt man nicht so richtig drüber. Aber da steht eigentlich auch wertvolle Information drin. Das kriegt man nicht veröffentlicht in Zeitschriften, aber darüber bloggen kann man ja. Ne? Hier im Web, in der Webwolke. Schreiben hat nicht geklappt. Warum nicht? Ideen kriegen, warum das nicht geklappt hat. Ein kritischer Punkt, gerade bei dieser Webgeschichte, möchte ich noch anbringen, das ist Lobhudelei. Ein Problem, das man hat, wenn man sich im Web vernetzt, ist, man vernetzt sich nur mit Personen, die so denken wie man selbst. Also man findet irgendwie einen sympathisch, denkt, oh, der macht interessante Sachen, mit dem vernetze ich mich, der denkt es auch und irgendwie vernetzen sich nur Leute, die so denken wie man selbst. Und dann finden die auch alles toll, was man macht. So, man kriegt nicht richtig Kritik. Ne? Habe ich auch erlebt, dass man irgendwie, ich habe mal geschrieben, Unterricht ist voll in die Hose gegangen. Ja? Und das habe ich gemacht, aber wo liegt das Problem? Die einzigen Antworten, die ich gekriegt habe, war super. Der Spannagel, der schreit öffentlich, dass er gescheitert ist. Weiter so. Das hilft einem natürlich nicht besonders. Ich wollte ja Kritik haben. Ja? Und deswegen habe ich irgendwann mal meinen Kommentar Lobhudelei verboten. Ja? Wenn du denkst, du willst nur loben, dann lass es. Denn wenn 3, 4 Leute schnell sind und gelobt haben, dann der 4. oder 5. der getraut sich nicht mehr Kritik zu äußern. Also wir müssen sozusagen auch im Web nur so eine Diskussionskultur oder so eine Kultur der Kritik irgendwo erzeugen. Aber das ist ja auch alles noch in den Anfängen. So, den überspringen wir mal, da können Sie sich selbst überlegen, was Sie damit finden. So, jetzt ein interessanter Kommentar in meinem Webblog zu diesem Vortrag hier. Da hat jemand geschrieben, die Anja Lorenz, was ist eigentlich das Problem? Der Wissenschaftler oder das System? Das System will ja viele Drittmittel, viele Veröffentlichungen, viele Projekte, viele Doktoranden und. Stimmt natürlich, also das System fördert so eine Haltung. Aber System oder systemisch bedeutet immer, da gibt es verschiedene Komponenten. Und eine Komponente, das sind wir als Wissenschaftler. Wir sind diejenigen, die Artikel begutachten, wir sind die, die Zeitschriften rausgeben, wir sind die, die Bücher rausgeben, wir sitzen in Berufungskommissionen. Ja? Also die Kriterien machen wir eigentlich. Und wir sollten uns überlegen, ob die Kriterien, die wir ansetzen, diejenigen sind, die wir auch selbst fördern, oder sind es eigentlich die, über die wir uns selbst permanent die ganze Zeit beschweren. Natürlich kann man jetzt als Doktorand, Doktorandin nicht einfach sagen, oh, ich mache jetzt alles anders, wenn der Doktorvater, Doktormutter sagt, nee, du machst es immer so. Dann ist man so ein bisschen... die Hände gebunden, das ist klar. Ne? Aber die Professorinnen und die Professoren, also die Lebenszeitverbeamteten, ne, die können doch eigentlich völlig ohne Risiko neue Wege gehen. So, also was hätte ich gerne? Ich hätte gerne mehr von dem, das habe ich am Anfang schon vorgestellt, möchte nicht mehr vorlesen, insbesondere mehr Spaß am Forschen und Lernen, also sich selbst auch nicht so ernst nehmen. So, natürlich geht die Diskussion weiter. Wahrscheinlich haben Sie jetzt gedacht, nee, so kann man das aber nicht sehen. Da hat er gesagt, Gottes Willen, was hat er da erzählt? Und sagen, genau, ja, da habe ich noch ein tolles Beispiel für oder so. Dann können Sie das da draufschreiben. Ne? Diese Seite bleibt bestehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Ideen, Gedanken, die Sie jetzt während dieses Vortrags hatten, mit mir und mit uns allen gemeinsam teilen. Da können wir noch weiter öffentlich drüber reden. Ja, vielen herzlichen Dank.